Right. Das ist richtig. Das ist richtig. Wie viel Uhr haben wir? Wer mir hier noch diese Scheiße? Wie viel haben wir davon hier frei? Es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Stimmt, es gibt nur 5 Stück. Das sechste ist meines Wissens nach das DLC. Aber das wird sich da auch nicht öffnen. Theoretisch könnte ich das ja jetzt theoretisch noch alles machen. Ein bisschen über Desmond erfahren, so zwischen der Sequenz 6 und 7, so. Aber ich weiß es nicht, weil da wird sehr viel Story. Ich werde fast gar nicht reden, also noch weniger als sonst. Ist das überhaupt möglich, fragen sich jetzt einige. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher. Ja. Ich werde auf jeden Fall das erste Mal machen, weil ich ja glaube, ich habe doch gar keins gemacht, ne, oder? Wenn nicht, dann schneide ich jetzt das erste raus und mache direkt das zweite. Dann seht ihr das zweite, falls ich das erste schon mal gemacht haben sollte. Ansonsten mache ich jetzt, zeige ich jetzt das erste. Sind sicher, dass sie Desmonds Reiseteil 1 Zweifel beginnen möchten? Ja. Unglaublich. Das muss der Kern des Animus sein. Keine Simulation, keine Umgebung. Ich spüre nicht mal meinen Körper. Alles sind nur Daten. Bin ich überhaupt ich selbst? Oder bin ich nur ein Computerprogramm? Egal, wir gehen weiter. Gehen wir weiter. Und weiter. Mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Die Farm. Ja, sie nannten es die Farm. Meine Eltern, 2 Dutzend Paare, einige Kinder. Eine Kommune. Im Wald versteckt. Kleine Häuser in den Black Hills. Genau. Blauer Himmel, Feuerstellen, Wind und Benzingestank. Die Generatoren liefen Tag und Nacht. Ich erinnere mich. Wir lebten einfach, fast wie Nomaden. Weit weg von allem. Immer bereit, alles sofort einzupacken und zu verschwinden, falls wir entdeckt wurden. Falls die uns entdeckten. Die Farm. Es war nicht wirklich eine, oder? Keine echte Farm. Wir pflanzten Gemüse an.
Aber ich erinnere mich nicht an Tiere. Ein paar Hunde vielleicht. Die Assassinen. Ich wurde hineingeboren. Ich hatte keine Wahl. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist ein Assassine, sagten sie. Was sollte das nur heißen? Tja. Seit meiner Kindheit hörten sie nie auf, das zu sagen. Du bist ein Assassine. Du bist ein Assassine. Und das ist unser Credo. Nichts ist wahr. Was sollte das heißen? Eine Welt ohne Sinn? Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt? Sie suchen nach uns, und sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne von uns tot ist. Ja, eine Zeit lang habe ich geglaubt, aber ich habe nie verstanden. Das ist das Problem, wenn man in was hineingeboren wird. Glauben, ohne zu verstehen. Alle waren so ernst und ängstlich. All das Gerede von Assassinen und Templern, dem Ende der Welt. Tja, finde ich eben ganz interessant, das zu hören von Desmond, so über Desmond halt. Lebe nach dem Credo, Desmond. Decke deine Kraft. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben, ab wann es mir egal war. Gott, es klang alles so lächerlich. Wenn ich das Wort Templer hörte, musste ich lachen. Und Assassinen, vergesst es. Ein uralter Krieg, sagten sie. Ein endloser Kampf. Doch mir war es egal. Wer hätte gedacht, dass man ein Kind mit Kriegsgeschichten langweilen kann? Ich schätze, ich war einsam. Allein unter Menschen. Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte.
Das war Teil 1. Zweifel. Bisschen über Desmonds Kindheit wurde geredet. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie. Für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns